Paar. Heute ist ein besonderer Tag, weil Sie nach Thüringen gekommen sind, um zu heiraten. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Rathaus. Eine bürgerliche dänische Trauung ist eine kurze Feierlichkeit ohne Gesang und Musik, aber ich garantiere Ihnen, dass die Trauung doch glücklich ist. Unsere Gesellschaft hier in Europa ist, wie auch in den meisten Teilen der Welt, auf der Ehe zwischen zwei Menschen, die sich lieben, aufgebaut. Wichtige Bestandteile sind Freundschaft, Verständnis, Zuneigung, Verzeihung, aber vor allem Liebe. Es ist wichtig, diese Gemeinschaft und Liebe immer zu nähren wie ein Feuer, das nie ausgehen darf. In einem alten dänischen Hochzeitslied heißt es: Es ist so schön zusammenzugehen für zwei, die gerne zusammen sein wollen. Dann sind die Freuden doppelt so groß und die Sorgen nur halb so schwer zu tragen. Ich hoffe für Sie, dass die Freuden in Ihrer gemeinsamen Zukunft immer die Sorgen überwiegen werden und dass diese Ehe Glück und Freude für Sie und für alle, die Sie lieben, bringen wird. Wir kommen nun zum wichtigsten Teil der Eheschließung, dem Jawort. So bitte aufstehen und ein bisschen näher kommen. Nachdem Sie nun erklärt haben, dass Sie einander heiraten wollen, frage ich Sie, Michael Anton Schulz, ob Sie Stefanie Hübe zur Frau haben wollen. Dankeschön. Ebenso frage ich Sie, Stefanie Hübe, ob Sie Michael Anton Schulz zum Mann haben wollen. Dankeschön. Nachdem Sie nun erklärt haben, dass Sie die Ehe miteinander einzugehen wollen, verkünde ich Ihnen, dass Sie Eheleute sind. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und jetzt die Ringe aufsetzen. Gern, komm her. Ja, passt doch. So, und jetzt dürfen Sie die Braut küssen. Zum ersten Mal als Mann und Frau. Ja. Ja. So, dann brauche ich von Ihnen beiden noch ein paar Unterschriften. So, bitte hier Platz nehmen. Ja. Ich unterschreibe jetzt mit meinem normalen Namen, ne? Immer noch mit Hübe, ja. Hier und hier. Ja. Sunshiny day. Hey! And action.
My tears are holding back. They try not to fall.